Das ist Markus. Markus hat Parkinson. Aufgrund seiner Erkrankung ist Markus in seiner Beweglichkeit eingeschränkt. Aber inzwischen hat er sich in seiner Wohnung so eingerichtet, dass der Alltag ein bisschen leichter wird. Über seinem Bett hat er eine Aufrichthilfe installiert. Sein Bett hat er mit Holzklötzen erhöht. So fällt Markus das Aufstehen leichter. Auch bei der Körperpflege hat Markus jetzt weniger Probleme. Dank der zusätzlichen Haltegriffe kann er sich im Badezimmer sicher bewegen. Mit dem Duschstuhl kann er bequem duschen. Oder mit dem Badewannenlifter einfach in die Wanne kommen und auch wieder heraus. Sein Toilettensitz ist erhöht, so kann er leichter wieder aufstehen. Das Essen und Trinken ist für Menschen mit Parkinson oft schwierig. Mit ein paar einfachen Hilfsmitteln fällt Markus das leichter. Sein Teller hat einen höheren Rand, so rutschen die Speisen nicht so schnell vom Teller. Mit der Griffverdickung kann er sein Besteck leichter greifen. Die kann man auch leicht selber machen, mit einer Rohrisolierung aus dem Baumarkt. Zum Trinken hat Markus einen Geheimtipp. Der Trinkhalmhalter, entwickelt von der Parkinson-Selbsthilfegruppe Jupa Rheinland-Pfalz Süd. Damit Markus sich in seiner Wohnung sicher bewegen kann, hat er alle Stolperfallen oder Türschwellen entfernt. Weil beim Gehen bei Markus manchmal Blockaden auftreten, hat er auf dem Boden Klebestreifen angebracht. Ganz einfach mit Malerkrepp. Das hilft. Mit einem langen Schuhlöffel kann er bequem in seine Schuhe schlüpfen. Und mit der Greifzange kann er auch kleine Gegenstände gut hochnehmen. Wenn er sich beim Gehen unsicher fühlt, nimmt Markus seinen Stock zur Hilfe. Hier hat er einen Kabelbinder befestigt. Bei einer Blockade muss er diesen übersteigen und kann so weitergehen. Bei größeren Gangunsicherheiten nutzt er seinen Rollator. Zwischen den hinteren Rädern hat er ein Gummiband befestigt, sodass er es bei jedem Schritt berührt. Auch dieser Trick beugt Gehblockaden vor. Mit diesen Alltagshilfen kann Markus viele schwierige Situationen vermeiden und auch mit Parkinson ein selbstbestimmtes, glückliches Leben führen.